Bangkok, der Skytrain. Siemens weltweit vertreten. Ein Prestigeprojekt nach dem anderen. Berlin, das Gasturbinenwerk. Moskau, Einweihung einer neuen Schnellzuglinie. Doch am Stammsitz in München herrscht Chaos. Chef Peter Löscher musste gehen. Der bisherige Finanzvorstand Joe Käser soll es jetzt richten. Mir ist es eigentlich wichtig, es so zu sehen, dass es vielmehr ein Start ist. Ein Start für eine neue Aufgabe. Siemens muss sich erneuern und Sie glauben zu wissen, wie. Daniel Rother und Ahmed Atscher haben sich als Berater selbstständig gemacht. Ihre Kunden? Konzerne wie Mittelständler. Ihr Konzept? Alte Handlungsmuster aufbrechen, neu denken. Das gilt auch für Chefs. Wenn man sich anguckt, was Mitarbeiter anonym über Siemens sagen, ist, dass die interne Bürokratie einfach zu langsam ist. Ja, das ist bei großen Konzernen natürlich immer der Fall. Aber wenn es so weit ist, dass es Prozesse anhält, dann kann man technologisch noch so viel Schönes in der Schublade haben. Wenn man es nicht auf den Markt rausbringen kann, dann kommt man nicht vorwärts. So wie die ICE-Züge. Längst sind sie fertig gebaut, wurden aber nicht zugelassen. Der Zeitplan war viel zu eng. Es gab etliche Probleme, zum Beispiel mit den Bremsen oder mit der Software. Siemens hatte die Entwicklerfirmen aufgekauft. Fehler ohne Ende. Man kann einfach nicht ein Unternehmen aufkaufen, anklatschen und hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Also diese Integration von neuen Bereichen, die hat scheinbar nicht so gut funktioniert. Zweites Problem, die Offshore-Branche. Siemens stellt nicht nur Windräder her, sondern auch die Plattformen auf hoher See. Doch von der Anbindung ans Stromnetz ist der Konzern noch weit entfernt. Zu schwierig die technischen Voraussetzungen, der Zeitplan wieder zu eng. Ein millionenschweres Verlustgeschäft. Hat Siemens sich mit gleich zwei Plattformen verzettelt? Für eine Pionierleistung, zwei parallel gleich zu machen, wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, sukzessive oder erstmal einen kleineren Schritt zu machen, eine Plattform, um aus den Fehlern dann für die zweite Plattform zu lernen. Aber Pionierleistungen sind immer verbunden mit Fehleinschätzungen oder Sachen, die man sich vorgenommen haben, passieren nicht. Drittes Problem, die Solarbranche. Erst sehr spät ist Siemens in die Sparte eingestiegen. Die Chinesen produzieren günstiger. Viele deutsche Firmen sind pleite gegangen. Siemens hat das erkannt, stieg aus, aber zu spät. 800 Millionen Euro verbrannt. Der Tipp der Berater? Solarpanels, alles was relativ leicht zu kopieren ist, wirklich outzusourcen und sich auf die Hightech-Sachen, sowas wie jetzt gerade die Offshore-Pläne, Offshore-Plattformen zu konzentrieren. Weil diesen Innovationsvorsprung, den zu halten, ist nicht einfach, aber den kann man vor sich herschieben. Der alte Chef musste gehen. Der neue ist jetzt da. Die Thronfolge hat auch positive Seiten. Endlich Raum für einen Neuanfang unter Käser? Der braucht ein gutes Team. Die Person, die jetzt neu an der Spitze ist, die muss ja auch alle anderen mit an Bord nehmen. Es kann nicht sein, dass man da alleine irgendwie an der Spitze sitzt und dann ein, zwei Leute im Boot hat. Alle anderen müssen da auch nach und nach mal reinkommen, damit da eine gemeinsame Spitze da ist. Denn es wird enger auf dem Weltmarkt und damit auch für Siemens. Nicht nur in Asien.